Die dümmste Idee meines Lebens. Neues Video, Leute. Och nee. Ach komm. Aber keine Sorge, Leute. Heute ausnahmsweise mal ohne Werbung für meinen Merch. Ich werde nicht sagen, dass er nur noch für kurze Zeit auf self-shop.de verfügbar sein wird. Heute nicht. Zweiter Advent schon, Leute. Die ersten fangen langsam an, sich den Lebkuchen wieder aus den Zähnen zu pulen. Bei anderen sieht der Minusbetrag auf ihrem Klarna-Konto aus, als wären sie mit dem Gesicht auf den Taschenrechner eingeschlafen. Ich werde mittlerweile beim Blutabnehmen gefragt, ob ich da Glühwein in den Beutel gemacht habe. Auf keinen Fall. Weihnachten, man kennt's. Das hält mich aber nicht davon ab, ein paar Indie-Horror-Games zu fetzen. Fett, 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 ja. Ich finde, das ist doch mal eine großartige Gelegenheit, um wieder bei The Mortuary Assistant reinzuschauen. Da gab's, wie ihr es schon sehen könnt, ein Weihnachts-Update. Ist zwar nur visuell, aber ich fand die Idee einfach so irrewitzig, dass ich mir das unbedingt mal anschauen möchte, ja? Mal gucken, was das wird. Ich frohlocke und jauchze schon allein bei dem Gedanken daran, was mich da drin erwarten könnte, ja? Wenn ein Hauch von frischen Vanillekipfern es vermag, den zarten Duft verwesenen Fleisches zu überdecken und du dir die Frage stellst, sagt man dort drin eigentlich noch Lebkuchen oder nennt man es schon verstorbenen Kuchen. Kommt vermutlich auch drauf an, was du unterrührst, aber das wird sich vielleicht noch zeigen. Sehen wir es uns mal an. Ach, ist das niedlich, Alter. Ich glaub das nicht. Weißt du, hier zieht die holde Frömmigkeit ein und da drüben fangen die Torsos an, vor sich hinzustinken. Man weiß ja noch, wie man feiert, Alter. Vielleicht wartet ja auch Santa schon auf mich. Hoffentlich nicht nur, um sich mal wieder ordentlich die Christbaumkugeln einbalsamieren zu lassen, ja? Wir können hier auch anders Spaß haben. Ich meine, Säcke finden wir hier bestimmt auch dieses Mal wieder. Zwar nicht mit Geschenken drinne, aber das ist eventuell eine andere Frage. Öffnen wir mal die Box der Pandora. Es sieht alles so friedlich aus. Gleich wird hier ein Körper liegen, dem wir die ganze Körperflüssigkeit entziehen werden. Und dann gucken wir auf diesen Sticker von einer Zuckerstange und sagen uns, ha, eigentlich ist die Welt doch ganz schön, oder? Okay, lass uns mal anschauen, was das Update hier alles beinhaltet, Alter. Ich finde das jetzt schon übelst geil. Also, ich habe eine ganz eigene Vorstellung von geil. Werdet ihr vielleicht noch lernen, falls jemand irgendwie neu ist oder so. So, da wären wir voll in the game. Die Anleitung braucht man an sich erst nochmal nicht. Wir müssen halt hier, ja, mal gucken, ob wir einfach mal das Ending irgendwie versuchen zu erreichen und zu schauen, ja, was das Update eigentlich umfasst. Also, wo überall Weihnachtsskins sozusagen hinzugefügt waren. Ich brauche hier so eine Liege. Ich war zwischendurch im Gym, Leute. Haltet euch zurück, ja. Ich dachte, ich kann hier auch so schleppen, aber nee, wir machen das Stil echt, wie es sich gehört, unter besten hygienischen Voraussetzungen. Das ist natürlich klar. Wichtige und ordentliche Arbeit ist mir dieser Tage sehr wichtig. So, wir gucken erstmal, wer hier eigentlich rumlungert, sag mal. Okay, niemand zu Hause? Ah, da ist doch jemand. Oh, wer haben wir noch hier? Wo ist überall belegt? Okay, alles klar. Aber haben wir denn den Weihnachtsmann? Moment. Du siehst nicht aus wie der Weihnachtsmann. Das finde ich sehr, sehr schade. Mir wurde Santa versprochen. Warum haben wir kein Glück? Nee, ich will hier nicht die Eulen, Alter. Mal klatsch den weißen Bart dran und einen Wabbelbauch und dann bin ich zufrieden, Alter. Okay, gut. Dann halt eben nicht. Dann machen wir es hier an den regulären Dudes. Warte mal, dich kenne ich da auch nicht, Alter. Ach, der liegt hier schon eine Weile länger. Deswegen ist dem Bart gewachsen. Da kenne ich den gar nicht mehr. Das kann sein. Ja, ich war eine Weile nicht hier, Urlaub und so. Ist auch schon ganz schön nervenaufreibend gewesen. Das muss man ja auf jeden Fall mal sagen. Aber gut, das habt ihr ja vermutlich mitbekommen. Nicht wahr, mein Süßer? Was ist denn eigentlich mit deinem Face los? Was ist denn hier mit der Grafik? Der sieht so... Habe ich da ein Sandpapier drüber geschmürgelt? Oder was ist da Phase? Ich weiß auch nicht. Okay. So, Moment mal. Mein Clipboard brauche ich. Sonst geht's hier überhaupt nicht voran. Ja, ist klar. So. Hier gammelt's. Stinkt's irgendwo an der Hand? Oh ja. Der hat ihn die Himbeeren gefasst. Ich hab doch gesagt, der soll das nicht tun. Seinen schönen Rücken kann nicht entzücken. Irgendwas war noch im Gesicht hier. Merkt euch, Leute. Wenn es auf eurer Haut irgendwie qualmt, dann wäre es vielleicht doch mal ratsam, den Arzt aufzusuchen. Ja, in diesem Falle bin ich da... Nein, ich habe jetzt hier zu tun. Ich mache jetzt hier ganz in Ruhe mein Video. War's das jetzt? Haben wir schon alles? 3 von 3, ich glaube ja. Okay,
So, der rechte Arm, das war hier. Das rechte Bein war das. Und dann hat er noch irgendwas im Face, was ziemlich eklig ist. Der Name ist Kip Blackbron. Kip, Digga. Sehr gewöhnlicher Name. Mit 28 schon verstorben. Rip in Pepperoni. So. Ich komme gleich, ne? Wenn der Drucker fertig ist. Dann muss ich wieder nach vorne, dann kannst du nämlich jumpscaren und wir sind alle glücklich und zufrieden. Und wehe. Wehe, du hast keine Weihnachtsmütze auf. Dann bin ich extrem enttäuscht. Jumpscare an 3, 2, 1. Nicht? Nee, spiel weiter, Alter. Das hält die bösen Geister fern, hoffentlich. Hab ich eine Weihnachtsmütze? Nee, ne? Och, Mann. Ey, Spiel, das wäre jetzt so deine Chance gewesen. Aber nee. Nee, mach das mal hier rein. Ja, dankeschön. Oh, cool. Dann machen wir hier mal wieder zu. Digga, das ist so laut. Man hört sogar durch die Wand. Amazing. Jut. Dann fangen wir mal an mit dem Procedure hier. Ah, ich glaube, ich habe das Spiel einfach zu hell gehabt oder so. Ich weiß gar nicht, wieso. Wirejaw, oh nein. Wir müssen jetzt hier seinen Mund zunähen. Also das ist mein unliebsamstes Lieblingsding ever. So, da haben wir hier, dann haben wir hier die Nägel, glaube ich. Oh, da kommt schon ein bisschen Stimmung auf hier, muss ich sagen. Zack. Bam. Puff. Puff, Point of View. Du bist einfach ein Zahnarzt, Digga. Ich glaube, so läuft das nie ab mit Patienten. Also ich würde halt... Also gut, ich meine, ich krieg doch keine Nägel in die Lippen oder Nadeln mit Faden. In den meisten Fällen. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich nicht so ruhig liegen. Aber es gibt Leute, die sind recht schmerzfrei. Das ist das Schöne auch an dem Job, wisst ihr, was ich meine? Din, 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 din. Mann, niemand hier, Alter. Weihnachten allein zu Hause. Bin ich Kevin oder was? Ach, hier sind die Eyecaps. Meine Güte. Wer hat die denn da hingestellt? Möchte sie nicht. Nehm mal auf hier, die Glubschen. So, jetzt wieder... Wait, gehen die nicht wieder zu? Alright. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, ja doch. Und wehe, du machst die auf. Dann setzt es Hiebe, mein Fräulein. So, was haben wir noch zu tun? Mix Embalming Fluid and Pump. Damn, diese... Ich habe jetzt die Belichtung wieder ein bisschen höher geregelt, weil mir das irgendwie ein bisschen zu dunkel war. Aber irgendwie ist das sehr empfindlich. Mix Embalming Fluid, ja. Ja, wir brauchen ja alle mögliche an. Es darf nicht die Bleiche. Das in den Körper wäre... Vielleicht nicht unbedingt... Die feine englische Art. Ach so, warte mal. Ich muss hier erstmal einen Schnitt setzen mit dem Skalpell. Moment, oder nicht? Oder muss ich wirklich erst mixen? Ich muss wirklich erst mixen. Ach, verdammt nochmal. Dann kann ich das hier mal kurz droppen, weil ich glaube, das brauche ich nicht. Sonst kann ich das nämlich nicht hier irgendwie aufnehmen. Das ist so dumm. Weißt, ich habe so viele Item-Slots, aber die man braucht, die. I can't hold anything else. Hä, wie jetzt? Mach doch das da rein. Brauche ich das nicht? Hä, doch, das brauche ich doch. Okay, was weiß ich, Alter. Keine Ahnung, warum der es nicht macht. Stellt sich hier wieder an. Oh, schade. Ich dachte, es steht wer. Komm, ich will den Center sehen. Hier, nimm das, mach das da rein. Habe ich das jetzt? Ach, so macht man das. Oh mein Gott. Ich habe es halt echt vergessen. Es tut mir... LOL! Santa! Wo ist er? Habe ich ihn verpasst? Ist er rübergeflogen mit seinem Schlitten und den Reindeeren, Alter? Oh, ich wollte ihn sehen! Er hat mich besucht einfach! LOL! Okay, cool. Sehr, sehr cool. Das feiere ich. Ist nicht nur visuell, ist auch ein auditives Erlebnis hier. So, was habe ich jetzt schon da drin? Dann brauche ich noch Methanol hier. Dies und das und Schabernack. Warte mal, Formaldehyd habe ich doch schon, oder? Ah, noch eine Ladung. Noch eine Portion. Was soll denn der Geiz, Alter? Hier weiß man noch, wie man feiert. Habe ich doch gesagt. So, ne, die Bleiche nicht. Da unten. Was haben wir da? Wir brauchen noch Humektant und Methanol. Ne, das haben wir schon. Wo finden wir denn den restlichen Stuff? Hier unten ist noch was. Ja, Methanol. Sehr schön. Es soll ja auch richtig knallen, ne? Und Humecetat oder so. Das ist es nicht. Das ist irgendein Gewebe-Scheißdreck.
Das haben wir ja eben schon vor dem Aldehyd. Das hat noch nicht mal ein Etikett. Bleichmittel brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Was haben wir da? Ach, das! Ach, das haben wir wirklich noch nicht drin? Ich habe das wahrscheinlich hier alle... Ich kann das da benutzen. Ich bin Experte auf vielen und sonstigen Gebieten. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Hör auf, mich hier belehren zu wollen. So, das Ding und das brauche ich. Sehr schön. Und jetzt gibt es einen kleinen... I'm missing something. Wie? Ich habe doch ein Skalpell! Making a decision on camera, hä? Wieso nicht? Habe ich das nicht? Ach, ich muss das immer auswählen, ne? Warte mal. Das ist ja übelst ätzend. I can't use that here. Wieso nicht? I'm missing something. I can't use that here. Ach nee, warte mal. Das Skalpell. Wo ist das Skalpell? Ach nee, ich habe kein Skalpell. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe hier diese Schere. Oh, wo ist denn der Skalpell? Wer auch immer diesen Randomizer erfunden hat, ne? Von den Items. Das ist bei mir noch so drinne. Sorry, ich habe die Schere und wusste, die Schere mache ich ja damit auf. Also, damit halte ich das irgendwie auf. So. I can't use that here. Ah, ich raste aus. So, ich hab's benutzt. Was willst du jetzt tun? Mich einknasten? Perfekt, hier siehst du, da hast du deine Scheren. So, perfekt. Wir sind die Borg, Alter. Achtung, es wird laut. Immer wieder ein Hochgenuss. Hat noch irgendwer aus unerfindlichen Gründen Bock auf Nudeln mit Tomatensauce? Ich weiß auch nicht, woher das immer kommt. Ganz gern, ne? Schade. Das Spiel hält sich noch zurück. Ich bin entzückt. So, sind wir mal fertig. Wie viel Juice hat denn der Typ, Alter? Übertreibt man nicht. Das macht ja bloß, um die Mädels zu beeindrucken. Dankeschön. Wird aber auch Zeit. Ich werde hier nicht für Überstunden bezahlt. Wer flüstert? Wo? Was? Hallo? Ich hab's gehört, ihr habt's auch gehört. Leugnet es nicht. Wo kommt Santa dann hier durch, bitte? Ach, Mann. Ich will irgendwie Besuch kriegen. Weihnachten alleine sagt. Komm schon. Ich werd mir nachher sowas von wünschen, dass ich das nicht hab. Ah! Die hat auch keine Weihnachtsmütze auf. Weißt du, eigentlich ist es mir ziemlich egal, welches Ending wir triggern. So ganz im Ernst, weil, ich will einfach nur sehen, ob dann in der Endcutscene vielleicht der Typ, der hier arbeitet, wie hieß er nochmal? War nochmal der Name? Nee, das war meins? Wie hieß er denn hier? Raymond, genau. Ob der einen Weihnachtshut auf hat oder ein Kostüm oder so. Das wäre echt übelst amazing. Was haben wir hier noch? Für den Empty Reservoir Bag. Oh, mit dem größten Vergnügen. Reservoir Bag, yes. Yes, 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 ja. So, das. Und dann... Achso, wir brauchen noch das andere, ne? Ich glaube, das haben wir hier drüben. I can't hold anything else. Ach, komm schon! Mann! Wie mache ich denn das jetzt? Moment mal, wir brauchen, nee, nicht das, wir brauchen sowas anderes hier, so eine andere, die brauchen wir. Oh, yes, baby. Ja. Und rein da, Alter, und weh, du maulst. Keiner von uns macht das hier gerne, okay? Okay, ich mach's ein bisschen gerne, ich schwör. Cleaners in Bathroom Closet to create Tank Cleaner. Oh, yes, baby. Tank Cleaner, Moment, wir haben hier, wie machen wir das nochmal? Ich glaube, jetzt müssen wir das hier holen, oder? Und dann... Ja? So? Boah, ich weiß es nicht. Ich lasse die mal offen. Vielleicht kommen die dann irgendwie eher oder so. Tank Cleaner. Und durchspülen den Boy. Ach nee, beziehungsweise, ja. Ah! Der hat einen Zitter! Wow. Sorry, Leute, für den kurzen Unterbrecher. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade bei der Bearbeitung gemerkt, dass mein Mikro immer mal irgendwelche Aussätze hat. Es hört halt einfach auf aufzunehmen und dann, ja, Hater würden behaupten, das stört ein wenig den Gesprächsfluss. Experten wissen, der Sef, der schneidet dann einfach ein bisschen mehr raus. Ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass an manchen Stellen vielleicht ein paar komische Katzen, ja. Da habe ich dann irgendwie aufgehört zu quatschen, beziehungsweise der Kollege hier aufgehört aufzunehmen. Am Ende des Tages ist das Video ein bisschen kürzer geworden als gedacht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben eine Menge Zeit damit verbracht,
gar nichts zu sehen. Im Endeffekt, wie gesagt, das ist ja bloß ein visuelles Update. Ist ja auch nicht schlimm, war ja nur ein kleiner Spaß hier nebenbei. Nur damit ihr Bescheid wisst, euch nicht unbedingt wundert. Ein paar Sachen ging halt ein wenig länger, aber ihr verpasst nichts Neues. Oh oh. Meine schöne Decke, Alter. Das könnte jetzt ein fucking... Oh. So ein Ärmel von so einem Weihnachtsmannkostüm. Sorry, es stottert immer mal das Spiel. What are you doing here? Ja, was frage ich mich auch? Auf kleine weihnachtliche Dinge warten. Mehr nicht. Ich will halt echt nicht viel im Leben, ne? Ah, guck mal. Der hat das Symbol. Ah, wir nehmen mal die Tafel. Die ist ja fertig. Schneiden den das kurz mal über. So, ich meine, warum müssen wir den ready machen, wenn wir den in den Ofen stopfen? Ich versteh's nicht. Sure, this is the right one. Ja, mein kleiner Süßi. Ciao, Anik. War mir immer eine Freude. Ich komme gerne beim nächsten Update in einem Dreivierteljahr vorbei. Aber jetzt vielleicht zufälligerweise das letzte Ending getriggert? Das wäre noch... Das wäre die Kirsche auf der Sahnehaube. Oh, vielleicht habe ich die falschen Symbole. Ah, ja gut, whatever. Ist egal, ist egal. Aber die Cutscenes verändern sich leider nicht. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so... So schwer gewesen, das zu verändern. Man hätte einfach die Models ein bisschen updaten können. Aber gut, gut, whatever, whatever. Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Ist egal. Ja, das dritte Ending, das haben wir als, denke ich, allererstes freigeschaltet. Wir haben nochmal reingeguckt. Ich fand es sehr, 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 sehr witzig, mal zu schauen, was ja jetzt alles von betroffen ist, von diesem visuellen Erlebnis hier. Ich bitte um einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.